My father always used to say I had wanderer's legs. We all wonder, what's out there? But for me, it was more than that. A stranger in my own world, I set out to find my path. Through all my travels, through all the trials of the unknown, I came to realize that there was really only one thing I'd been looking for. A place to call home. Ja, und damit ganz, ganz herzlich willkommen zum Abschluss der Intergalactic Aerospace Expo 2950, nämlich in den letzten vier Tagen, 29. November bis zum 2. Dezember, also von heute bis Mittwoch, läuft jetzt noch dieses Best-in-Show-Event quasi. Und das heißt für euch, ihr habt noch ein paar Sachen auf der Website, zeige ich euch gleich, und ihr könnt nochmal alle Raumschiffe, die flight-ready waren, jetzt während der Expo komplett ausleihen. Auch das zeige ich euch gleich nochmal im Spiel, wie das aussieht, und könnt nochmal in Ruhe alles testen. Und darüber hinaus habt ihr zum Kaufen alle Raumschiffe verfügbar, die es eben jetzt auch so gibt. Ne? Also alles, ihr könnt ihr durchscrollen, alles ist upgradebar oder kaufbar oder beides, wie auch immer. Das Einzige, was fehlt, sind natürlich die ganz hart limitierten Schiffe, wie zum Beispiel, ja, eine Idris oder sowas. Ne? Das ist halt natürlich jetzt vorbei, aber alles andere, und das dürfte die meisten interessieren, ist noch voll verfügbar. Auch der Concept Sale, und das alles ist auch noch bis zum 2. Dezember verfügbar. Das gilt auch für irgendwelche Upgrades, wie zum Beispiel auf die Star Runner. Wenn ich das mal ganz kurz zeigen kann, Star Runner, ihr seht hier, dieses vergünstigte Upgrade oder diese Warboard Edition generell ist noch da, auch das Game Package ist noch da, das heißt, also es ist alles noch komplett da bis zum 2. Dezember. Also auch alle Einsteiger unter euch, die noch nicht das Spiel haben und sich jetzt überlegen, das sich zu holen, bis zum 2. Dezember habt ihr noch Zeit, euch das vergünstigte Nomad Game Package zu kaufen oder zum Beispiel das verbesserte Aurora MR Game Package mit der 10-Jahres-Versicherung und alle anderen Optionen ebenfalls. Danach ist das alles weg und ist entsprechend nur noch Standard zu erhalten, so wie sonst auch immer. Was haben wir auf der Website? Nun, wir haben natürlich Best in Show. Wir hatten ja die vier Gewinner, in dem Fall die Valkyrie, die Eclipse, die Carrack und die Cutlass Black. Und alle vier Raumschiffe bekommen einen neuen Skin. Wobei ich das Wort Skin in Klammern setzen möchte. Ich sage euch auch gleich, warum.
Zunächst mal haben wir hier ein Complete Package. Einmal als, als Warbond Edition und ganz hinten nochmal als Nicht-Warbond Edition. Ist aber im Prinzip das gleiche Package. Ja, schaut hier unten hin, alles genau gleich wie hier. Gibt's keine Unterschiede. Gar keine. Das Einzige, was sich unterscheidet, ist der Preis. Der ist entsprechend ein bisschen günstiger bei der Warbond Edition, aber das ist jetzt kein Nachteil. Bei Lifetime zum Beispiel haben wir hier bei beiden Packages. So, das ist also neu. Was wir auch haben, sind natürlich auch alle Schiffe einzeln. Ne? Aber falls ihr alle vier Schiffe habt, könnt ihr euch hier das Game Package, also dieses Gesamtpackage holen, habt auf allen vier Schiffen LTI und habt den Skin drauf und alle Bonis. Ne? Für die, die das hier... Kann ja sein, also durchaus relevant, vielleicht, dass der eine oder andere alle vier schon hat. So, aber falls das nicht so ist, man kann es auch einzeln kaufen, die Valkyrie, die Cutlass Black, die Eclipse und die Carrack. Die Preise haben sich übrigens hier auch nicht nochmal verändert, das sind die Standardpreise, wobei sie sind alle ein bisschen günstiger tatsächlich, nämlich um einige Euronen. Wir haben nämlich auf alle Raumschiffe Special Warbond Upgrades. Bei der Carrack spart ihr 30 Euro, bei der Welk... Ich mache es euch einfach mal ganz kurz hier jeweils auf, dann seht ihr das mal kurz. So. Also, bei der Carrack spart ihr insgesamt $30. Ja, seht ihr hier? Dann haben wir hier die Valkyrie, glaube ich. Genau, die Valkyrie. Da spart ihr auch $30. Bei der Eclipse waren es, glaube ich, $25, wenn ich mich nicht ganz irre. Genau, 25. Und bei der Cutlass Black spart ihr nochmal einen Fünfer. Und ich glaube gerade, dass dieses Cutlass Black Upgrade für viele interessant sein dürfte, wenn sie noch keine Cutlass Black haben. Weil ihr kriegt halt eine Cutlass Black für einen Fünfer weniger als sonst. Das ist schon, das sind 5%, das ist gar nicht mal so schlecht tatsächlich. Und auch außergewöhnlich, weil die Cutlass Black war irgendwie noch nie im Angebot, wenn ich, also nicht, dass ich mich jemals erinnern könnte. Und ihr kriegt halt diesen ziemlich coolen Skin. Ich zeige euch gleich ingeben, das ist der beste Skin, den ich seit Ewigkeiten, vielleicht sogar generell gesehen habe. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig geil. Auch die anderen Skins sind im Grunde genommen nicht schlecht. Ihr seht sich hier so ein bisschen, ich zeige es euch gleich nochmal ordentlich ingame. Die sind alle sehr, sehr weiß und haben so ein paar goldene Linien drauf. Und der von der Cutlass Black, der sticht so ein bisschen heraus. Ihr werdet dann gleich sehen, warum. Was eben wichtig ist, jeder, der diese Schiffe bereits hat oder der sie sich jetzt kauft, bekommt diesen Skin. Der Skin kostet also faktisch nichts, der ist quasi kostenlos. Aber wenn ihr die Schiffe nicht habt, dann gibt es auch den Skin nicht. Denn ihr könnt den Skin auch nicht einzeln kaufen, den gibt es nicht zu kaufen. Ja? Ihr müsst das Schiff quasi während dieses Events kaufen oder bereits besitzen. Die Skins werden am 2. Dezember ausgeliefert. Ich habe das hier auch irgendwo für euch mal vorbereitet. Habe ich das irgendwo... genau, hier habe ich es. So sieht das Ganze aus. Das ist der vom letzten Event. Der kam am 2. Dezember, also genau das gleiche Spielchen. Und das ist dieser furchtbar hässliche, pinke Caterpillar-Skin. Und das Besondere hierbei ist, das ist kein Skin wie bei der Nightrunner, der im Hangar liegt, der jederzeit benutzt werden kann, sondern es ist ein Upgrade. Das heißt, ihr müsst eure bestehende Caterpillar upgraden auf diese Best-in-Show-Version. Das heißt aber auch, ihr könnt nicht etwa eine andere Version upgraden, zum Beispiel bei der Cutlass Black. Ne, könnte man sich ja vorstellen, oh, den Skin, der gilt vielleicht auch für die Cutlass Red und Cutlass Blue. Wird nicht der Fall sein. Jedenfalls meiner Meinung nach, vielleicht irre ich mich auch, aber zu 99% wird das nicht klappen. Denn ihr gradet eure Cutlass Black dann ab über das Upgrade. Auch wenn das quasi nichts kostet, das Upgrade, aber es ist wie ein Upgrade. Geht nur auf das Schiff. Und ihr könnt auch den Skin dann in-game nicht wechseln. Das heißt, ihr habt dann eine... Das ist quasi eine Special Edition von der Cutlass Black und kein einzelner Skin, den ihr einfach wechseln könnt und tauschen könnt, wenn ihr lustig seid. Das heißt auch, wenn ihr dieses Schiff irgendwann upgradet auf ein anderes Schiff, ist der Skin weg. Auch ganz, ganz wichtig. So, das nur zum Verständnis. Also es sind keine richtigen Skins, sondern es sind eben eigentlich ja Special Versionen und ihr könnt eure bestehende Cutlass oder was auch immer auf diese Version upgraden. So zum Verständnis. Was jetzt spannend ist, ist folgendes. Wo habe ich es offen? Da. Der eine oder andere hat vielleicht schon eine Cutlass Black. Und wenn ihr dazu gehört, wenn ihr sagt, ihr habt schon eine Cutlass Black und ihr findet diesen Skin eh cool, dann habe ich eine kleine Empfehlung für euch. Ihr könnt nämlich eine coole Sache machen. Wir haben ja dieses Warbond Upgrade, ne, wo die Cutlass Black einen Fünfer weniger kostet. Ihr könntet jetzt euch folgendes überlegen. Nämlich auf eure bestehende Cutlass Black sozusagen, ja...
LTI zu bekommen. Und das geht folgendermaßen. Ihr nehmt eure Cutlass Black in eurem Hangar und schmelzt sie ein. Guckt bitte drauf, dass ihr $100 dafür bekommt. Das ist das, was ihr dafür bekommt. Genau diesen Betrag. Jetzt macht ihr folgendes. Also jetzt habt ihr keine Cutlass Black mehr. Jetzt habt ihr einfach nur $100 Store Credits. Ne? Jetzt kauft ihr euch ein Upgrade auf die Nomad. Ja? Die Nomad und zwar die Warbond Edition. Und zwar vom nächstbesten Schiff, was da irgendwie in der Nähe ist. Und das wäre hier in dem Fall ein 65-Euro-Schiff, zum Beispiel die 135C. Ihr könnt hier nehmen, was ihr wollt, das ist völlig wurscht, weil all die Sachen sind sowieso aktuell verfügbar. Und ihr benutzt es ja auch gleich. Ne? Deswegen kauft euch einfach hier ein Upgrade von der 135C auf die Nomad, zum Beispiel. Das kostet zwar 5 Euro Echtgeld, aber das ist trotzdem wichtig, weil es beinhaltet die LTI-Versicherung. So. Dann kauft ihr euch von den Store Credits, die ihr von der Cutlass Black habt, also von den $100, eine 135C. Das heißt, ihr habt dann noch $35 Restguthaben sozusagen auf eurem Star Citizen Konto und habt die 135C im Hangar. Dann benutzt ihr euer gekauftes Upgrade und gradet die 135C auf die Nomad ab. Dann bekommt die Nomad eben ihre LTI, so wie es hier steht, und hat danach den Wert von $80. Also ihr kriegt quasi hier $10 Schiffswert sozusagen geschenkt. Und dann gibt es jetzt quasi zwei Optionen. Ihr könnt entweder sagen, so, ich nehme jetzt direkt die Nomad, die ist jetzt 80 wert, und gehen dann direkt auf die Cutlass Black. Und zwar auf die Warbond Edition. Das würde euch dann jetzt $13 kosten. Oder 13 Euro kosten. Das könnt ihr machen. Ihr könnt aber auch sagen, nee, wir schieben noch was dazwischen, damit ich weniger direktes neues Frischgeld bezahle. Und zwar schieben wir dazwischen ein Schiff, was 90 kostet. Weil es muss ein bisschen weniger kosten als die Warbond Edition von der Cutlass Black. Die hat ja 95 gekostet. Also zum Beispiel die Hull B. So, dann kauft ihr euch dieses Upgrade und nehmt nochmal 10 Euro Store Credits anstatt Echtgeld von euren Guthaben. Also von den 35 Euro Restguthaben, $10 weg, bleiben euch also auf eurem Star Citizen Konto noch $25 Restguthaben übrig. Und dann benutzt ihr euer Upgrade von der Nomad auf die Hull B. Dann habt ihr eine Hull B mit LTI. Und dann nehmt ihr dann entsprechend diese Hull B, logischerweise, so, und geht dann auf die Cutlass Black, auf die Warbond Edition und spart nochmal einen Fünfer, ja, und habt im Endeffekt auf der Cutlass Black LTI. Ihr habt diese ganzen Skins, diese ganzen Sachen, die hier mit dabei sind, ne? Und habt für einen Fünfer quasi auch nochmal 5 Euro gespart. Das heißt, ihr habt unterm Strich 10 Euro gespart und habt noch 25 und dadurch eben noch $25 Restguthaben auf dem Konto. Also ihr macht quasi aus $100 $125. In Anführungsstrichen, ihr wisst, wie ich es meine, ne? So, das ist so ein kleiner Trick vielleicht, um auf die Cutlass Black LTI zu bekommen, ohne große Nachteile. Im Endeffekt für 10 Euro, wenn man so will, und noch ein bisschen mehr Store-Credit-Guthaben übrig zu haben im Star-Citizen-Konto. Das gilt übrigens nicht nur für die Cutlass Black, das gilt auch für alle anderen Schiffe. Das könnt ihr bei jedem Schiff nach der gleichen Logik machen und dadurch eben auf diese Schiffe entsprechend auch LTI bekommen. Nur beim Einschmelzen passt bitte auf, insbesondere bei der Caterpillar, bei der Carrack. Schaut bitte immer drauf, bevor ihr das Ganze einschmelzt, ob das, was ihr an Geld bekommt, diesem Wert hier entspricht. Wenn es nämlich weniger ist, zum Beispiel bei der Carrack, die hat noch vor einem Jahr nur $400 gekostet. Jetzt kostet sie aber $600. Und ihr bekommt beim Einschmelzen immer nur das zurück, was ihr mal bezahlt habt. Ihr bekommt nicht den aktuellen Wert des Schiffes. Der aktuelle Wert des Schiffes, der ist nur beim Upgraden relevant. Also nicht, dass irgendwer seine $400 Carrack einschmelzt und sich dann eine $600 Carrack kaufen muss. Das wäre natürlich völliger Unsinn, das braucht man nicht machen. Aber wenn die beiden Werte übereinstimmen oder zumindest extrem nah beieinander liegen, kann man sich halt überlegen, das zu machen. Denn, naja, dann habt ihr quasi keine echten Mehrkosten. Und die $25 Restguthaben zum Beispiel bei der Cutlass Black könnt ihr dann einfach später benutzen für was ihr wollt. Für andere Upgrades, für noch ein Schiff, für ein Bodenfahrzeug, whatever, was euch halt dann in den Kram passt. Ist nur ein Tipp, müsst ihr ja nicht machen. Ihr kriegt den Skin auf jeden Fall so oder so, aber dann habt ihr halt keine LTI, ne? So, genau. Ansonsten, merch-technisch haben wir jetzt hier nichts Besonderes. Es ist alles beim Alten geblieben. Und insofern können wir eigentlich auch schon direkt ins Spiel reingehen und uns ein bisschen auf der Expo umsehen.
es ändert sich übrigens auch nichts mehr daran. Das heißt, das läuft jetzt durch bis zum 2. Dezember und dann ist quasi Pumpe am Mittwoch. Ich weiß nicht genau, welche Uhrzeit. Werden wir mal sehen. Aber da könnt ihr auf jeden Fall, also es ist 4 Tage Zeit zum nochmal testen und ein bisschen spielen und ein bisschen, ne, Freefly auch, ne, der dürft auch noch bis dahin laufen. Und da könnt ihr euch noch ein bisschen austoben. So, dann schauen wir uns doch mal die Skins im Spiel an. Let's go. So, willkommen in der Showcase-Halle und hier seht ihr die wunderschönen neuen Skins von den 4 Best-in-Show-Raumschiffen. Wir schauen mal ganz kurz hier drüber. Wir haben hier also die Eclipse, die Valkyrie, die Carrick und die Cutlass Black. Und unten haben wir Personal Weapons und Ship Rentals noch stehen. Da gehen wir auch gleich nochmal hin. Zuerst mal möchte ich mir euch die Skins einmal genauer angucken. Dazu werde ich mich in die Raumschiffe reinsetzen und ein bisschen die Außenansicht zeigen. Denn ihr wisst ja, die Skins in Star Citizen sind immer nur Hüllenskins, also nur von außen. Und CIG hat sich ja aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben, da was Schönes draus zu machen. Wobei sie, ich würde sagen, aber das ist immer Geschmackssache, nicht alle gleich gut geworden sind. Das Beste kommt zum Schluss, das ist die Cutlass Black. So, wir gehen erstmal in die Eclipse rein. Den kleinen Stealth Bomber. Okay, durchs Cockpit durch. Und ihr seht, obwohl das Cockpit von außen eine goldene Glasfarbe hat, ist es von innen glücklicherweise völlig normal. Das ist die gute Nachricht. Das gilt für alle Raumschiffe hier. Und ich zeige es euch mal so ein bisschen. Also es sieht wirklich, wirklich nice aus. Man kann es sicherlich über die Farbe streiten, ob ein weißer Stealth-Bomber Sinn macht oder nicht. Aber wir haben eine schöne gold-weiße Farbe. Was hier fehlt, ist ein bisschen schwarz. Ne, schwarz, ihr müsst euch mal hinten die Flaggen angucken, ne, das sind die 3 IAE-Farben. Und das Schwarz sucht man hier so ein bisschen vergebens, so ein bisschen oben, so ein bisschen an den Kanten. Aber da hätte man sich noch ein bisschen mehr Mühe geben können, aus meiner Sicht. Noch ein bisschen Schwarz irgendwo sinnvoll reinzumischen. Aber ansonsten, wirklich ein wirklich schöner, schöner Skin. Und eben, also die Cockpitfarbe eben auch Gold. Ist halt richtig nice eigentlich, ist mal ein bisschen was Besonderes. Ist nicht so ein Standard-Skin, ist schon ein bisschen special. So, dann, das Cockpit ist so verbuggt, egal, gehen wir zur Valkyrie, die hat aus meiner Sicht den zweitbesten Skin bekommen, da gehe ich in die Außenansicht, da sieht man es wirklich am besten, wenn die aufgeht, jetzt geht's auf, so. Lalalala. Ihr seht von innen, ne, ist genau das gleiche Spielchen. Das finde ich ja immer noch schade, dass sich die Außenfarbe im Innenraum nicht widerspiegelt. Es wäre cool, ja, weiß ich nicht, wenn man zumindest optional sagen könnte, ich hätte auch gerne diese Farben auch innen drin. Ich weiß halt nicht, wie aufwendig das Ganze wäre, aber cool wäre das aus meiner Sicht schon. Gut, aber lass mal da mal nur als Nebenbeisatz vielleicht. Ja, Cockpit auch hier, ihr seht es von innen ganz normal und von außen erschließt sich aber das tatsächliche schöne Weiß, Gold, Schwarz. Und hier haben wir wirklich eine ganze Menge Schwarz dabei. Ist wirklich schön geworden. Wobei ich hier wieder anmerken muss, es ist ein bisschen wenig Gold dabei. Wir haben oben nur das, ja, diese 3 Streifen und den Ring um den Geschützturm. Ansonsten gibt es quasi gar kein Gold. Ich zoome ein bisschen näher ran. Ansonsten gibt es gar kein Gold am Schiff. 0, nada. Nichts an den Flügeln. Na gut, diese Dreiecke, ne? Diese kleinen Dreiecke seht ihr so ein bisschen golden, aber es ist eigentlich nicht der Rede wert. Auch von unten, ihr seht es, ist eigentlich einfach nur schwarz-weiß. Trotzdem, wie gesagt, aus meiner Sicht der zweitschönste Skin, den wir hier heute zu bestaunen haben. Und auch hier, die Valkyrie ist ja generell ein ziemlich geiles, ein ziemlich cooles Schiff von der Optik her. Und ich finde, es passt auf jeden Fall. Es ist ein sehr eleganter Skin, sehr elegant geworden. Ebenfalls elegant ist der Skin bei der Carrick. Da gehen wir als nächstes rein. Wird ein Sekündchen länger dauern. Das cutte ich mal ganz kurz. Das dauert echt lange. Bis gleich. So, auf der Brücke der Carrick angekommen. Gehen wir auf die Command Station und schauen mal von außen durch. Auch hier seht ihr, ne, normales Glas. Es ist wichtig, ich sage das immer dazu, weil gerade bei der Archimedes oder so, das sieht furchtbar aus, dieses gefärbte Glas. Ganz unangenehm. Und hier haben sie es halt nicht gemacht. Gott sei Dank. Und ihr seht, da ist ein bisschen mehr Gold. Die haben schöne, goldene, feine Streifen. Sieht fast aus wie bei so einem Adventskalender oder ja, bei so einem Bäumchen. Und das sieht wirklich, wirklich richtig gut aus. Ansonsten ist es aber wieder, und ihr seht es, sehr, sehr viel weiß. Ne? Sieht sehr ähnlich aus zur normalen Expedition. Nur, dass die Striche halt ja so ein bisschen golden sind. Aber es wirkt trotzdem dadurch so ein bisschen feiner. Schade, dass sie die anderen Striche, die roten hier, nicht auch noch so ein bisschen golden gemacht haben.
Also das Rot wäre cool gewesen, wenn sie das ersetzt hätten durch ebenfalls diese goldene Farbe. Aber naja, man kann eben leider nicht alles haben im Leben. Aber auch die Geschütztürme, ihr seht, haben diese goldenen Striche oben und unten diese goldene Farbe an dem Glas dran. Also ist schon ein aufwendigerer Skin, definitiv. Auch diese Fenster, ich weiß nicht, ob ich sie gut einfangen kann. Es fällt mir gerade schwer. Also alle Fenster, auch die kleinen Fenster haben diese goldene Farbe. Man sieht es so ein bisschen vielleicht. Ja, hier sieht man es, ne? Da unten das mittlere Fenster. Alles schön in Gold. Also auch wieder extrem elegant. Und ja, jetzt kommen wir aber mal zum eigentlichen Highlight von diesen vier Skins. Nämlich zur Cutlass Black. So, denn die Cutlass Black hat hier aus meiner Sicht den hübschesten Skin auf jeden Fall abbekommen. Und den vielfältigsten Skin noch dazu. Wir steigen gleich mal ein. Es sieht, ich finde, wesentlich cooler aus. Wir haben viel mehr Abwechslung zwischen Weiß und Schwarz und Gold. Ja, wir haben auch keine anderen komischen Farben mit dabei, sondern wir haben wirklich die richtigen Farben. Auch dieses goldene Cockpit. Sieht auch ziemlich nice aus. Huch. Und ihr seht die Abwechslung, die das Skin hat. Ne, diese ganzen Schienen, die hier oben lang gehen, auch unten drunter ist es vergoldet, mit Schwarz gemischt und ein bisschen Grau da vorne. Es sieht richtig, richtig stark aus. Wir gehen mal rein. Die Tür hinten ist schwarz. Die mache ich aber auch gleich wieder zu, dass wir es mal vernünftig sehen können. Und was hier eine Besonderheit ist, ihr seht es schon, der Skin zeichnet sich tatsächlich so ein bisschen auch nach innen ab. Ja, jetzt nicht mehr, aber hier unten. Das ist golden. Man sieht so ein bisschen Gold durchschimmern. Und auch an den Rändern der Seitentüren quasi ebenfalls goldene Metallrahmen. Links und rechts hier war es angebracht. Hier auch, ne, ihr seht's. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Ich hoffe, das bleibt so. Weil das sieht sehr, sehr nice aus. Mir gefällt es richtig gut. Und das Witzige ist, es passt sogar halbwegs mit dem originalen Orange ganz gut zusammen. Ne? Es ist keine schlechte Farbtemperatur, die Cutlass Black von innen hat, in dem Sinne. So, jetzt steigen wir mal ein in den Pilotensitz. Zack. Fahren hoch. So, ist die Frage, können wir hier irgendwie Gold sehen? Nee, hier sehen wir eigentlich kein Gold irgendwie durch. Aber von außen, und das ist halt wirklich krass. Schaut euch diesen Skin an. Bis auf die Triebwerkssachen vorne, diese roten, ist alles andere völlig perfekt gemacht. Richtig starker, richtig nicer Skin. Mega. Das ist für mich persönlich der beste Skin, den CRG bisher gemacht hat. Für mich ganz persönlich, subjektiv. Könnt mal gerne eure Sicht dazu in die Kommentare schreiben. Ich finde es unglaublich nice gemacht. Richtig schöne Farbgebung, so muss das sein. Das ist die elegante Cutlass Black. Oder in dem Fall ist es die Cutlass Library, um genau zu sein, aber ja. Okay, schön. Wir werden diesen Skin Probe fliegen. Aktuell gehen die Skins nicht, ne? Wie gesagt, die sind aktuell noch nicht im Spiel richtig drin, sind nur ausgestellt. Man kann die ausgestellten Schiffe auch leider hier nicht ausleihen. Das ist wirklich ausgesprochen schade. Hätte ich mir sehr, sehr, sehr gewünscht, dass man gesagt hätte, komm, es sind nur Skins im Endeffekt. Wir lassen das die Leute zum Ausleihen testen, aber du kannst hier nichts leihen. Das geht einfach nicht. Und das ist wirklich schade. Wirklich schade. Ich hoffe persönlich, dass es sich um einen Fehler handelt, wie bei der Nomad, und dass sie sich hier umentscheiden und das nochmal freigeben, dass jeder einmal diese Skins Probe fliegen kann und sich damit mal ein bisschen, so ein bisschen vertraut macht, weil sie sind wirklich schön und es wäre ein netter Abschluss für das ganze Event, wenn jeder einfach diese Schiffe einmal Probe fliegen könnte mit dem Skin. Wir werden auf jeden Fall den Skin von der Carrack und von der Cutlass Black Probe fliegen, denn beide Schiffe habe ich. Bei beiden habe ich den Skin. Das geht aber erst am Mittwoch. Das heißt, werden wir dann also am Mittwoch im Livestream machen. Da machen wir. Ich wollte eigentlich was anderes spielen am Mittwoch, weil nun ist ja das Event vorbei. Das heißt, wir können jetzt wieder mittwochs unseren Wunsch-Spielstream machen. Aber ich habe mich entschlossen, am Mittwoch nochmal einen normalen Star Citizen Gameplay-Stream zu machen, wo wir uns einfach mal diese Skins nochmal schön angucken, ein bisschen damit auch mal ein bisschen spielen, ein bisschen mit der Star Runner rumspielen, mit der schwarz-goldenen Version und so weiter, ein bisschen Fun haben einfach. Also wer das mal richtig live im Spiel sehen will, der möge sich einfach den Stream am Mittwoch mal angucken. Zur regulären Zeit dann wieder übrigens, ne? Mittwoch 19 Uhr, nicht mehr 16.30 Uhr. Die Zeiten sind jetzt erstmal wieder vorbei. Also von 19 Uhr bis 22 Uhr am Mittwoch. Kommt da einfach rein und dann, ja. Vielleicht schauen wir uns auch die anderen beiden an. Da muss ich mal sehen, ob wir vielleicht einen ein oder anderen Zuschauer bei uns im Stream haben, der diese Schiffe mir zur Verfügung stellen kann. Dann haben wir vielleicht alle vier in einem Stream drin. Das wäre optimal. Weil
Wie gesagt, es sind meiner persönlichen Meinung nach, das kann natürlich jeder gerne auch anders sehen, sind es die hübschesten Skins, die wir bisher im Spiel haben. Ich mache noch kurz eine Draufsicht so ein bisschen von weiter oben. Sind sicherlich extrem gut gelungen und ich möchte nochmal an der Stelle sagen, ich finde es wirklich ausgesprochen schade, dass nicht alle Skins der IAE diese Farben haben. Ich meine, gut, so werden sie ein bisschen rare, so werden sie ein bisschen was Besonderes. Es sind auch exklusive Skins, das heißt, man wird sie nicht in-game kaufen, man wird sie auch nie wieder kaufen können. Das sind absolut exklusive Skins, so wie der Nightrunner-Skin von der Starrunner. Einige haben auch schon gesagt, sie finden es voll schade, dass die Starrunner nicht auch so einen coolen Skin hat. Naja gut, man kann nicht alles haben, aber nur, dass ihr das Bescheid, also dass ihr Bescheid wisst, bis zum 2. Dezember könnt ihr euch noch organisieren, danach nie wieder, vorbei. Und die können auch nicht gegiftet werden, keine Chance, geht nicht. So, genau. Es sind wirklich nice Skins. Schreibt mal euer Feedback dazu in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz zum Abschluss nach unten in diesen kleinen Bereich. Das ist gerade für die Einsteiger nochmal relevant. Wobei, naja, eigentlich ist es sogar für alle anderen auch relevant. Denn hier unten haben wir jetzt eine spezielle Ausleihebene. So, und zwar dort hinten. Wenn ihr reinkommt, hier unten habt ihr so ein paar Raumanzüge und Rüstung und so weiter. Das ist aber nicht zum Leihen. Das ist alles hier zum Kaufen. Das ist so ein bisschen, ja, ausgestellt. Sieht ganz nett aus. Und ich muss mal sagen, so sollten sie mal die Shops machen. Ne, so richtig schön, auch hier mit den Waffen in der Mitte. Das sieht richtig nice aus. Richtig gut gemacht. Und da hinten haben wir nochmal so ein paar Wüstenskins. Thematisch passend. Könnt ihr euch auch kaufen. Gibt es aber auch so im Verse. Was es aber nicht im Verse gibt, sind diese Displays. Und hier habt ihr nochmal alle Hersteller komplett zum Ausleihen. Und ich zeige euch mal das Display, wie das Ganze aussieht. Also wirklich ein komplettes Display. Da ist alles mit dabei für null. Also ihr könnt nochmal alle Raumschiffe, die es im Spiel gibt, die Flight Ready sind, für null ausleihen und testen. Für 2 Tage in dem Fall, ne? Immer. Für 48 Stunden quasi. Und das Schöne ist, ihr könnt das, wenn ich es nicht ganz, also wenn ich es richtig verstanden habe, dann könnt ihr die Raumschiffe also jetzt ausleihen für 48 Stunden und dann nochmal für 48 Stunden, also für die vollen 4 Tage und vielleicht sogar noch darüber hinaus. Ich weiß nicht, ob am 2. Dezember irgendwie ein System getriggert wird, was dann sagt, so, egal wie lange das noch läuft, ist es vorbei. Ich denke eher, dass man sogar über den 2. Dezember hinaus noch ein bisschen länger mit den Sachen spielen kann, wenn man sie zur richtigen Zeit nochmal ausleiht. Also, guckt euch an, überlegt euch, testet die Schiffe auf jeden Fall. Auch die Starrunner ist natürlich mit dabei. Ja, alles mit am Start. Was ihr hier übrigens nicht leihen könnt, sind zum Beispiel die Cutlass Black Livery. Also diese, ne, weiß-schwarze Version Gold. Ist hier nicht, leider nicht drin. Schade eigentlich, ne? Aber ansonsten ist alles dabei. So, und damit sind wir auch, wie gesagt, am Ende der Intergalactic Aerospace Expo 2950. Von meiner Seite kommt, wie gesagt, am Mittwoch nochmal das Ganze im Stream. Mit den Skins so ein bisschen Spaß haben im Gameplay-Stream. Und dann kommt noch ein Feedback-Video. Weil ich möchte auch mal Feedback geben zum gesamten Event. War ja sehr lang, wir haben alles angeguckt, ich habe alles mit euch zusammen begleitet. Und das heißt, da kommt nochmal ein sehr, ja, ein etwas längeres, ausführliches Video, wo ich sowohl positive als auch negative Dinge mit auf den Weg geben will. Vielleicht guckt es irgendwer von CRG, vielleicht auch nicht, wie auch immer. Aber das ist mir wichtig, das immer nochmal zu machen. Und das ist dann auch dann für mich dann in dem Moment, wo das Video kommt, der Abschluss sozusagen von dem ganzen Event. So, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao. With 65 degrees, the last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished I would rain.